Wir werden uns jetzt mal anhören, was die Opposition zu diesem unglaublichen, großartigen, bahnbrechenden Budget sagt. Lassen uns nicht mit billigem Trost über die Last des Alltags hinwegtäuschen. Ebenso üblich ist, dass die Vertreter der Oppositionsparteien das Budget weniger super finden. Ja, Kollege Wöginger, schlecht reden und krank jammern bringt wenig, aber schönreden und nichts tun bringt noch weniger. 2 Jahre lang hat man uns immer erzählt, bei jedem Vorschlag, den wir gebracht haben, dagegen kann man nichts machen. Und während dann in der Schweiz die Mieten gedeckelt hat, hat man uns in Österreich ausgerichtet, dagegen kann man nichts machen. Während man in anderen Ländern die Lebensmittelpreise gesenkt hat, hat man uns ausgerichtet, dagegen kann man nichts machen. Als man in Frankreich die Zinsen reguliert hat und schaut, dass die Sparer sozusagen auch ein Sparbuch ein bisschen Geld bekommen und die Heißelbauer sozusagen sich noch weiterhin das Haus leisten können, hat uns die Regierung ausgerichtet, dagegen kann man nichts machen. Herr Finanzminister, Sie hätten als Überschrift für Budget wählen sollen, das wäre ehrlich gewesen, hinter uns die Sintflut. Weil was Sie hier machen, ist das, was wir auch schon gehört haben, hinter uns die Sintflut. Alles in die Zukunft verschieben. Faktum ist, Ihr Budget wird auch von sämtlichen Expertinnen und Experten in der Luft zerrissen. Der freiheitliche Axel Kasseger zitiert aus der Budgetrede des Finanzministers. Für mich ist das ein Akt der Fairness, dass den arbeitenden Menschen, die von der Teuerung betroffen sind, mehr netto vom Profit und dass der Staat kein Profiteur der hohen Inflation ist. Ganz ehrlich. Glauben Sie das selber? Nein, also das hat ja Fakten. Umsatzsteuer plus 3 Milliarden hat der Kollege kein Profiteur. Nein, kein Profiteur plus 3 Milliarden. Steuereinnahmen 103 Milliarden, so viel wie noch nie. Hören Sie auf mit der kalten Progression. So viel wie noch nie. Sie zocken die Leute ab und kommen mit dem vielen Geld trotzdem nicht aus. Und zwar bei Weitem nicht. Wie gesagt, die Opposition kann schreien, was sie will, aber es ist halt die Praxis dieser Regierung, so damit umzugehen, dass man halt einfach sich an diese Sätze klammert, die man halt so vorher erklärt hat. Wir haben die kalte Progression abgeschafft, was im Endeffekt nur heißt, wir haben eine Steuererhöhung verhindert. Wir haben nicht einmal irgendwas gesenkt, sondern wir haben nur eine Steuererhöhung verhindert. Dadurch fehlen uns zwar 3,7 Milliarden, aber wir haben nur die Steuern nicht erhöht. Aber das reicht anscheinend für die Regierung, dass sie sagen, also dass sie nicht, also die Sie holen sich tatsächlich darauf einen runter. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Jetzt rechnen Sie für diese 3 Jahre mit einem Defizit von 57 Milliarden. Das ist mehr als doppelt so viel. Und das von einer Partei, die jahrelang gepredigt hat, keine neuen Schulden mehr. Ja, aber das ist auch von einer Partei, die die Menschen entlastet. Und man vergisst immer dazu, dass wir auf der anderen Seite, auf der Einnahmenseite, wesentlich weniger Einnahmen haben werden, weil wir die Menschen so intensiv entlastet haben. Aber das stimmt doch nicht. Sie nehmen über 100 Milliarden Euro ein, so viel wie überhaupt noch nie. Also Sie wiederholen das so oft. Ja, aber wir haben eben auch die Menschen extrem entlastet. Wenn ich mir die kalte Progressionabschaffung anschaue, die alleine für 2024 3,6 Milliarden Euro an Entlastung bringt. Das ist wirklich schon wie... Ja, was heißt, Sie holen sich einen runter? Sie wollen uns sagen, dass Sie gescheit gearbeitet haben. Ja. Und dass Sie fleißige Menschen sind. Ja, Sie haben recht. Nur, ich kann den ORF-Bericht da jetzt nicht wirklich einordnen. Eben mit dieser Musik, gell? Und keine Ahnung. Sie unterstreichen die Lächerlichkeit der Realität. Sie unterstreichen die Lächerlichkeit der Realität. Was wieso auch? Weil 2 Sätze sind überblieben. Das war schon immer so. Ja. Ja? Und nach mir die Sintflut. Genau. Das sind die 2 Sachen, die überblieben sind. Und da ist ja dann auch schon danke, lieber ORF, dass ihr mir sagt, dass es immer schon so war. Aber wie wäre es mit ein bisschen einer Kritik an der Regierung, an den Ministern? ORF kann schreiben, was weiß ich, seit 10 Jahren hat kein Finanzminister mehr ein gescheites Budget mehr zusammengebracht. Ja? Jetzt ist die Pandemie vorbei und man würde glauben, der Staat gibt wieder weniger Geld aus. Stattdessen sind die Ausgaben im nächsten Jahr so hoch wie überhaupt noch nie, um über 50% höher als vor der Pandemie. Das Defizit liegt bei über 20 Milliarden Euro. Man könnte glauben, das Geld ist abgeschafft in dieser Regierung. Es ist natürlich nicht abgeschafft. Hätte der ORF können schreiben. Aber da fühle ich mich ein bisschen verarscht, nämlich von der Regierung und von den Medien quasi. War schon immer so. Das Problem ist ja, ich habe mir jetzt zum Budget sehr viele Sachen angeschaut und der ORF ist es nicht zimperlich damit umgegangen, diese Sachen zu kritisieren. Mhm. Ein Schelm, der Böses denkt, aber ist das vielleicht ein Wahlzugall, vor allem für die 18-Jährigen, die vielleicht noch gar nicht wissen, wen sie wählen sollen? Natürlich. Aber meines Erachtens eine gute Wahl jetzt da im Hohen Haus, ein bisschen Musik drunter legen und ein bisschen das lächerlich zu machen. Okay. Weil das ist im Moment die einzige Möglichkeit, mit diesem Schaß umzugehen. Das ist ein Umgangston, an den ich mich nicht gewöhnen möchte. Weil du das
da gibt es nichts mehr. Das Budget wird nun im Budgetausschuss ausführlich debattiert werden und in einem Monat im Nationalrat wohl nur mit den Stimmen der Regierungsparteien beschlossen werden. Auch das ist so üblich. Man muss sich als Österreicher, als Österreicherin einfach bewusst sein, dass in dem Moment, wo du ein Kreizel machst, hast du quasi das Geld für die nächsten Generationen, für die nächsten paar Jahre einfach als verabschiedet hingenommen. Ja? Weil diese Regierung, die sie bildet aus diesen zwei Parteien, kann mit einer einfachen Mehrheit sagen, wo das Geld hingeht. Wir haben es in den letzten Sendungen oft besprochen, wo das Geld hingehen kann. Und wir werden in dem nächsten Teil auch nochmal ganz genau darauf hinschauen, wo 20 Milliarden verloren gegangen sind. Was denken Sie sich, wenn Sie hören, dass die Bundesregierung Milliardenbeträge auszahlt, aber es ihr wichtig ist, das vorbei an der Öffentlichkeit zu machen? Ohne parlamentarische Kontrolle, Stichwort COFAG. Was vermuten Sie, wenn Sie hören, dass die Bundesregierung Milliardenbeträge an Unternehmen verteilt, aber sie nicht will, dass das Parlament Einsicht bekommt, geschweige denn kontrollieren kann, wer wie viele Gelder bezieht? What the fuck is that? Was mir aber jetzt noch in der Sendung vielleicht noch wichtig ist, ist, dadurch, dass wir 20 Milliarden in diesem Jahr oder im nächsten Jahr im Endeffekt Defizit haben, müssen wir natürlich für diese Schulden auch Zinsen zahlen. Rätselfrage. Wie viel Zinsen zahlen wir im nächsten Jahr für die Schulden, die wir haben? Lukas, da darf man nicht solche Zahlenfragen stellen, aber... Einfach eine reine Raterunde. Mehr als 9 Milliarden werden Sie nächstes Jahr für die Verzinsung der Staatsschulden ausgeben. Das ist dreimal so viel wie noch vor 3 Jahren. Wir zahlen nur Schulden 9 Milliarden. Ah! Das ist nur Zinsen zahlen. Okay. Also da wird keine Schule gebaut, da wird keine Pension gezahlt, da wird nichts. Ja, Sie haben recht. Nur jetzt ganz kurz. Und du hast mir vorher erklärt, was die Regierung dann, der Finanzminister, mit diesem Geld jetzt so ein bisschen gemacht hat, mit dem Budget und in welche Richtung das geht. Aber nur mal kurz zur Erinnerung, gell, falls es wer vergessen hat, ja, für die Zuschauer auch. Wir kommen aus einer Gesundheitskrise, gell? Ja. Zig Milliarden Euro müssen in die Pflege, in die Kinderbetreuung, in die Bildung investiert werden. Hat man jetzt irgendwie gesagt, die Pflege wird aufgestockt mit dem Budget oder die Krankenhäuser und generell die medizinische Versorgung, hat man da irgendwas gehört? Ein bisschen. Sehr amüsant! Mhm. Und das kommt natürlich jetzt auch in dem Zusammenhang nach uns die Sinnflut, weil die Regierung natürlich weiß und der Fiskalrat weiß das noch viel besser, die sagen immer, das Budget vor dem nächsten Wahljahr ist immer das, wo am meisten auf die Zielgruppen geschaut wird. Der oberste Hüter der Staatsfinanzen, Fiskalratspräsident Christoph Bartelt, kritisiert das enorme Ausgabenwachstum. Als Grund vermutet er die bevorstehende Nationalratswahl. Zitat: Der Fiskalratspräsident fürchtet sich immer vor Vorwahlzeiten. Und auch wenn alle Experten sagen, wir müssen bei den Pensionen was machen, wird jede Regierung vor dem Wahljahr niemals Pensionen angreifen. Welche Strukturreformen müssten dringend angegangen werden? Also das geht zum Beispiel über eine Pensionsreform, dass wir also das Pensionsantrittsalter, so wie das andere Länder ja auch machen, mit der Lebenserwartung steigen lassen. Eine Föderalismusreform, wo es nicht mehr möglich ist, dass die Landesfürsten quasi den Bundeshaushalt ausbluten. Und auch versuchen, in diesem Budget Wahlzuckerl zu verstecken, wie zum Beispiel 1 Milliarde an die größten Unternehmen in Österreich zu verschenken. Sozialdemokraten und Freiheitliche sprechen von einem Budget, mit dem die Regierung schlicht ihre Klientel bediene. Aber gut, dann brauchen wir uns halt wundert, wieso der ORF dann sagt, es war schon immer so. Genau. Wir alle haben unsere Sorgen und Nöte. Oh, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!